Wolltest du nicht sowieso irgendwie Skillpunkte mit deiner Witch Farm? Nanny? So eine gute Gelegenheit, wa? Was ist denn Goku? Oder sehe ich ihn noch nicht? Oh, da ist er. Nee? Dachte. Der Trash Gaddix. Macht es doch mal als Gegennamevorschlag bei euch. Da müsste man das Can mit R schreiben. Ich weiß nicht, ob Thorsten unser Lack mitgenommen hat, als er aus der Gruppe gegangen ist. Aber seitdem droppt es irgendwie nicht mehr. It's Betty Bad. Oder ich bleib dabei und mein Lack lädt sich einfach auf. Manstay, sag du. Echt so. Scheinbar hast du recht, ey. Scheinbar hast du recht. Scheiße. Ach, irgendwann. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Irgendwann wird er droppen. Wirst du sehen. Nein, ich bin abgerutscht. Wer abrutscht, darf nochmal. Das ist aber der Entwicklergedanke hinter der Offen. Pff, was ist das für eine Frage? Gar nichts. Also das Ding ist halt, im niedrigeren AP-Bereich ist sie auch okay, aber so weit da oben im High-AP-Bereich benutzt sie halt keiner. Ich denke, für damalige Verhältnisse wurde sie zumindest ein bisschen öfter noch benutzt. Mittlerweile schwierig. So schnell wie du in die höheren AP-Bereiche kommst. Morgen ist Frauentag beim Kochen. Jede Menge Hexenleibgerichte. Oha! Frech. Voll frech. Vergesse mal hinten den einen mitzunehmen, weil ihr das hier hinten in die Ecke zieht. Nur so. Steht immer noch so ein Zerschmetterer rum. Kaltes Altbier, gönnt ihr? Ich habe auch schon vor lang nichts mehr getrunken, nur Gugu. Mm-hmm.
Hexenleibgerichte. Schon ein bisschen frech. Das ist nicht für Dash-Klassen gemacht hier, die Wege, ich sag's euch. Nur ein bisschen frech. Ein ganz bisschen. Du kratzt gerade so an der Grenze. Linke Seite hoch. Wo meinst du da hinten, wo die zwei Zerstörer, Zerschmetterer stehen? Oder wo meinst du links hoch? Bin ich bei der Deutschland des Frontmotorrads bei Agma gesprochen? Ein Besen. Da meinst du hoch. Aber das sind ja Treppen. Nö, Treppen mag ich nicht. Ich meine den Steinball da hinten, ja. Genau. Der eine davon, den kannst du ja immer mit rüberziehen. Du hast es gesehen, welche ich meinte, ne? An der Ecke. Aber hattest du nicht letztens gesagt, du bist wieder auf die Cam? Warum spielst du jetzt eigentlich wieder mit Maiwa? Nur, dass der Tempel von der negativen Energie ist und man hier hunderte ohne Fahrstuhl Treppen laufen muss, würde ich auch so mal werden. Was? Was, Elton? Hast du gedroppt? Oder was? Danke, ich dachte gerade schon, was ist denn jetzt kaputt? Schreib doch nicht nur Elton in den Chat, bist du wahnsinnig? Dass ich ein Herz überkrieg. Bist du wahnsinnig? So was macht man nicht mit einer alten Frau. Ja, mal bist du denn deppert oder was? Keine Ahnung, ob es richtig war, ich kann nicht bayerisch. Ich lerne noch bayerisch, ich lerne das noch. Ich bin Anfänger 5 in dem Bayerisch lernen. Ich dachte gerade echt, du hast Dings gedroppt, ne? Und dann standst du da auch irgendwie neben mir mit dem Stab vorne. Und ich dachte, pustet das jetzt im Chat, oder?
richtiger Scam. Aber so ein Mon- oder Duo-Götter-Drop würde ich auch fühlen. So zwischendurch. Hast du deinen Dicke eigentlich mit Maiwa getankt oder was ist da los? Oder hat die eigenes Gear? Dass Kari jetzt eingeschlafen war. Tank? Okay, cool. Ja, nice. Ameva kann ich mir auch gut vorstellen hier beim Spot. Auf 67? Ja, ich sehe auch nicht wirklich dieses Jahr Level 67 zu machen. Ich habe das dieses Jahr 40% angepeilt. Und nächstes Jahr Level Up erst. Ich mache so richtig entspannt. Neu Content mit XP. Naja, so wenn es danach geht, hätte ich ja den Content in Undergeifen, ne? Underground Geifen. Also theoretisch wäre der Content ja da für die XP. Aber. Ich bin momentan mehr mit dem Grind auf Rare Items beschäftigt. Dann kann ich immer noch anfangen zu leveln. Denke ich. Also Gear machen und Rare Items grinden ist momentan eigentlich so das, was ich mache. Hauptsächlich. Ich meine, von 67 hast du nichts. Du kriegst ja selbst mit 66 keine Belohnung. So. Aus deinem Hidden AP habe ich nichts von 67. Und vielleicht 3 HP mehr. Na gut, sagen wir 10. Ich weiß auch echt nicht, was jetzt Belohnung reinmachen wollen, ne? Ich wüsste nicht, was da irgendwie Relation steht zu der Zeit für das Leveln. Verbesserungen. Ja, aber welcher? Eine Pemblexa würde in Relation stehen. Oh ja, 300 Stack. Joa. True. Just trinke bis 50. Wow. 300 das Stack wäre was, ja doch, 300 das Stack wäre Pock, aber...
Manhead kann man bis dazu noch nicht verbessern. Memes. Ja, das wäre auch eine schöne Belohnung. Also wenn wir überlegen, dass du bis Level 65 als Belohnung Tricapozia bekommst und wenn du aber Season spielst, Pencapozia, schwierig. 300 Snack wäre, ja. Wäre eigentlich ganz smart. Und dann sagen wir für Level 66 ein 200er Stack, für Level 67 ein 300er Stack. Ich denke, das wäre ganz fein, da würde sich niemand beschweren, so. Wäre fair. Gerade weil du 66 ja mittlerweile total easy machen kann. Genau, weil, ja. Naja, bei den 10k kriegst du ja ein 100er. Bei den 20k kriegst du 200 und bei 30k kriegst du 300. Also eigentlich wäre das schon... Ich denke, das gleicht sich schon irgendwo. Quest ist halt ätzend, ne? Aber wenn man jetzt einfach nur den Zeitaufwand betrachtet, dann... Okay, da oben steht noch eine... Oh, danke. Wer auch immer die Kiste kaputt gemacht. Ich hab einen Maldronarus-Ring getroffen. Danke, Lenny. Das war so gut. Hallo. Hallo. Dreh dreckig und Cliff geschmissen, echt. Wirklich wahr. Und dann unten ist mal Regronarus. Okay. Ich so schreck am Atme. Ey, ich bin halt runtergefallen. Ich hab mich erschrocken. Sorry. Okay, jetzt will ich. Was? Jetzt will ich ja austauschen, das selten. Ah ja. Nee, ich denke ehrlich. Wobei 66 mittlerweile so einfach zu machen, dass dann 200 eigentlich schon wieder viel zu viel wäre, ne? Aber 200er wäre für Level 67 wieder zu wenig. Ha, schwierig. Nein. Nein. Das war doch von Wilderer. Der Wilderer droppt dir keinen Elden. Das kann dir nur der Zerschmetterer droppen. Ja, mit der Ruhe. So schnell klappt das mit mir und den Elden nicht. Ja. Sehr schön, Guido. Warum warst du eigentlich mit dem Armin-Ding drinne? Das über dein Handy oder woran lag das? Ach, Siona ist ein Account. Ach so. Verstehe. Aber du hättest doch über Handy reingehen können. Oder hast du keine Kopfhörer für dein Handy? So Bluetooth-Kopfhörer. Betriebssommerväter. Die Frau hat sich also gegönnt, ja? Verstehe. Handy ist so klein, ne? Dann kauf dir doch mal ein größeres für dein Alter entsprechend, wenn er nichts mehr sehen kann. Ja.
Tablet wirst du doch haben, oder nicht? Ich bin doch ein armer Mann. Tablet habe ich auch schon seit Ewigkeit nicht mehr, ne? Selbst wenn ich eins hätte, würde ich es wahrscheinlich gar nicht benutzen. Eigentlich, ja. Nächste Runde. Nehmen wir die mit. Die Priesterin. Schlechterin. Nächste Runde. Komm weg da. Die bleibt da stehen, die despawnt nicht. Geh da weg von der Schlechterin. Ich sehe dich auf der Karte. Ich hab dich genau im Blick. Doch schon ausbeurteilt. Ich glaube, das einzige Tablet oder das letzte, was ich hatte, war noch hier dieses von Apple, das erste, meine ich. Das müsste noch das erste gewesen sein. Musst du mal wieder weg. Okeli dokeli. Okay, du bist gerade in der Stadt zufällig und kannst Magic Cure abgeben. Nur falls du gerade in der Stadt bist. Finde ich auch nicht schlimm. Ich hab das jetzt hier meine eh schon volle Tasche zu stecken, danke. Wenigstens haben wir jetzt mal eine schlechteren Ehe. Pock. So eine Lade wird schon. Kühe. Hat einer von euch beiden jetzt eigentlich mal Gute gedroppt hier? Album oder Funak? Oder auch gar nichts? Nope. Nope. Ja, bei mir ist jetzt auch schon, glaube ich, drei Stunden her, dass ich einen Tungrad gedroppt habe. Den Stein, ne? Ja, ich habe vorhin ja schon mal die erste Fuhre kaputt gemacht. Weil zumindest jetzt so mein Herz die ganze Zeit aufgeladen, ne? Durch die ganzen Sehensteine. Würde mich nicht mal wundern, wenn die jetzt die nächsten Tage voll im Preis droppen. Weil viele geil von Grind gehen. Wir sind die gerade wert. Ja. Nix. Reine schwarze Magie. Ist voll dein Ding, ne? Ich bin der Winter eigentlich aus gerade.
Ich habe nur eine geplusste Kacke bekommen, ne, von Lemuria. Das ist so Stacked auf mein, Hab ich mir gedacht. Bis zu einem Event wundert mich das auch nicht. Die Leute damals, die auf Notes gehastet haben. Meinst du bei der reinen Magie-Masse? Ja, oder wie sich alle gefreut haben, als wir noch zwei weitere Notes dazu bekommen haben. Zum Abbauen von der Masse. Und jetzt so? Denkst du dir so, ah, geh weg damit. Weil du den Shit überall droppst, so. Mhm. Scheiße, bekomme ich Beitragspunkte her? Ich muss die Noten noch verbinden. Jetzt kannst du dich damit begraben gehen. So viel wie der von drin ist.